Bro Lost. Yo, was geht, meine lieben Pokesys und Poke Bros? Teambuilding für Matchday 9 gegen Drakim. Hinrunde haben wir gegen verloren. 4-0. Und ja, ich habe mich wesentlich besser darauf vorbereitet dieses Mal. Schauen wir uns mal das Team an. Oldschool, standardmäßig, in der Box. Und zwar, ja, Debüt für Willi Stefan. Jeder kennt ihn. Voll offensiv, frohes Wesen, Life Orb und Böllern, Belebekraft. Und wie immer habe ich vergessen zu sagen, was der liebe Drakim denn so im Team hat. Ja, fangen wir einfach von oben an. Zapdos, Latias, Togekiss, Felinara, Zumpex, Roserade, Cesurio, Kikli, Magbrand, Servol, Drifzepeli und Amagaga. Er hat neu dabei Roserade und Kikli. Und Magbrand. Er hat nur drei getauscht. Eigentlich. Also so steht es auch auf dem Plan. Und ja. Wie gesagt, Willi Stefan einfach Vishu, einfach Kehrtwende, um die Switch Advantage zu holen. Und ein Nahkampf böllert immer rein. Natürlich, er hat 2, 3. Ja, 3, die weniger Damage kriegen, aber. Oh, Entschuldigung. Aber. Ist halt so. Das böllert trotzdem rein. Und ja. Ist überwiegend auch nur für Kehrtwende, Abschlag und einfach schnell sein. Ne? So. Kommen wir zum zweiten Pokémon. Gerda. Gardevoir ist auch wieder dabei. Ich bin so froh, dass ich Gardevoir bekommen habe. Das Ding ist richtig gut. Und hier seht ihr es. Frohes Wesen. Gespeedcreept auf. Auf Cesurio. Focus Blast sollte reichen. Mondgewalt reicht auch. Trickbetrug wäre natürlich optimal, dass ich ihnen die Wahlbrille gebe. Wie gesagt, Speed creept auf ein. Frohes Cesurio. Meistens spürt man das ja sowieso im. Adamant. Und ja, gucken, wie es läuft. Auf jeden Fall irgendeine Wahlbrille kriegt dann, was weiß ich, am liebsten wäre sogar noch Kikli oder Drift, wobei Drift Zeppelin nicht unbedingt, denn die haben Entlastung, beide, Kikli und Drift Zeppelin, und da möchte ich nicht reinsteppen. So. Weiter im Text. Gustav Golbart. I love it. Mit dem Konzentrator. Ich möchte nämlich nicht geflincht werden. Evolid. Also volles Mat, Böller, ne? Und ihr seht schon, Ränkeschmied, Gigasauger, Hitzewelle, Giftschock. Dazu komme ich gleich nochmal. Gehen wir eben kurz weiter. Martin Mamutil auch dabei. Überreste, ein Fluchset. Lawine, mega geil, wenn ich angegriffen werde, zuerst Damage bekomme. Wird's doppelt, hat eine 100er Genauigkeit. Also im Endeffekt, ja.
Investment in KP und Spezialverteidigung. Komplett. Und ja, Fluch kriege ich plus 1 Angriff und Verteidigung. Natürlich geht die Innet runter, aber das ist gar nicht so schlimm. Denn Eissplitter und Lawine, ne, ist halt schon geil. Eissplitter einfach nur, dass ich dann wirklich schneller bin. Und ja, für den Fall der Fälle eben, falls da wieder diese 1-2 KP fehlen, eben Eissplitter drücken kann. Und jo. Erdbeben einfach, ja, für den Fall der Fälle, falls irgendwie Magbrand oder so, ne? Gut, ich werde nicht schneller sein. Aber naja. So, gehen wir jetzt weiter. Norbert. Nick Crossmar ist auch dabei. Hier ist es so, ich will mit Norbert leaden. Ich hoffe, er schmeißt Sumpacks als erstes rein. Um irgendwie, was weiß ich, Tarnsteine oder was weiß ich, zu drücken. Und dann komme ich eben mit einem Solarstrahl um die Ecke. Weil, einfach geil. Solarstrahl ist schon geil. Und wenn er keine Offensivweste trägt, ist es ein 111%iger Kill mit Solarstrahl. Ich bin, by the way, komplett mäßig und komplett investiert. Komplett in HP. Und ja, wenn ich dann wirklich für den Fall der Fälle dann Sumpex weg habe, dann werde ich einfach nur Tarnsteine rausbringen, Toxin drücken. Denn, ihr habt es gerade gesehen, Giftschock, Late Game, Sweep von Golbat, 90er Base, ne, Init. Und ja, Abschlag drücken, als so als Support. Ne? So, und dann kommen wir zu Detlef. Ich glaube, ist das auch Debüt? Ist es Debüt? Weiß ich nicht. Nee, ich glaube, den hatte ich letzte Woche auch schon dabei. Und zwar, ja, das Ding ist ein bisschen knifflig. Und zwar, Max Investment in HP. Ein, Impisch heißt pfiffiges Wesen. So, ja, pfiffiges Wesen. Und zwar habe ich so investiert 180 in die Verteidigung. Damit ich auf jeden Fall von beispielsweise Cesurio oder Magbrand, Magbrand denke ich sowieso wahrscheinlich alles. Und ja, damit ich auch irgendwo ein bisschen physisch-defensiv reinbekommen. Und durch den Sandsturm kriege ich ja auch Spezialdefensive, wird auch höher automatisch. Und ja, Beulenhelm einfach für den Recoil. Ja, Steinkante. Ich war am Überlegen, nimmst du Steinkante oder Steinhagel? Ich habe gedacht, komm, gambeln wir, drücken wir Steinkante. Und ja, Toxinbrüller, ja, für Tarnsteine und ja, ne, wieder wie gerade auch mit Nick Crossmar, für Gustav alles vorbereiten, ja, Feuerschlag-Coverage, falls dann Togekiss oder Felinara reinkommen wollen, können sie machen, dann gibt es einen deftigen Fire Punch ins Face und dann, ja, dann können sie machen, was sie wollen. So. Ja, und das war's eigentlich auch, ne? Im Groben und Ganzen. Ich hab auf jeden Fall Bock, ich bin mega nervös. Ich hoffe, die Vorbereitung hat sich gelohnt. Und, by the way, ich hab noch einen Gameplan. Lieb mit Nick Crossmar. Ja, Toxin und Harnsteine Knockoff, ne? Für den Fall der Fälle sterben lassen. Dann könnte ich mit Gardevoir beispielsweise rein, um Trick Betrug zu drücken. Und ja. Und ja, dann halt gucken,
ob ich ein bisschen Sandsturm-Duo-Action mit Mammutil und Despota mache. Oder wie Shu einfach reinprügeln lasse. Abwarten. Und schaut gerne zu. Ne? Kommt gleich. Ich hoffe, ihr seid dabei. Lasst Bewertungen da. Bei Fragen. Immer gern. In die Kommentare. Ihr könnt mich auch so fragen. Und ja, dann wünsche ich mir und euch viel Spaß. Nein, nicht viel Glück. Never again. Ja, Spaß ist nein. Spaß muss sein und ja, wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder. Bis gleich.